Willkommen zurück zu Abzu auf der PlayStation 4. Beim letzten Mal haben wir Schmerz, Leid und Tod erfahren müssen. Aber nicht nur wir sind stark gezeichnet, sondern auch der Hai. Und mal gucken, wo wir ihn finden werden. Da hinten liegt er. Mal gucken, ob er noch lebt. Er lebt noch, aber er scheint starke Schmerzen zu haben. Wir werden zu ihm schwimmen und die letzten Augenblicke bei ihm sein, damit er nicht alleine ist. Es ist vorbei. Seine Schmerzen und Qualen haben ein Ende. Doch was bleibt jetzt von der Reise? Wir sind noch hier, das heißt, wir haben noch etwas zu erledigen. Unser Weg ist noch nicht zu Ende. Wir gehen das erste Mal am Land. Auch hier sind wieder die Malereien an der Wand. Was haben sie zu bedeuten? Das Tor öffnet sich und dahinter erstreckt sich eine neue Welt. Eine Welt voller Hoffnung und vielleicht auch voller Frieden. Hier sind wieder die Ketten, die irgendetwas davon abhalten, sich zu öffnen. Dieses Tor muss sich öffnen und wir müssen es, damit wir hier weiterkommen, um unsere Bestimmung zu erfahren. Dort müssen wir hinein, doch wie? Wir brauchen hier Hilfe.
Wir haben meditiert und hoffen, dass wir jetzt auf des Rätsels Lösung kommen. Denn bisher erschließt sich mir nicht, wie wir durch dieses Tor kommen können. Aber manchmal muss man die Perspektive vielleicht ändern, um zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. Aber es scheint hier viel zu entdecken zu geben. Und die Frage ist, ob wir nicht zuerst uns hier ein wenig umgucken. Wer weiß, vielleicht finden wir schon die ersten Antworten unserer Bestimmung. Aber ich glaube, wir haben alle Geheimnisse hier entdeckt. Und ich glaube, wir können uns gleich auf den Weg machen, um zu schauen, wie wir das eine Tor öffnen können, damit wir die Ketten lösen können und wir in unserer Geschichte hier weiterkommen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wer weiß, vielleicht können wir hier sogar noch das ein oder andere entdecken, von dem wir jetzt gerade keine Ahnung haben, dass es existiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.